Hallo und willkommen bei Funkelfaden. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach diese Nikolausstiefel aus Filz nähen könnt. An Material für diese Nikolausstiefel aus Filz benötigst du auf jeden Fall einen Filz, der, sagen wir, 2 bis 3 mm dick ist, damit er eine gewisse Stabilität hat. Außerdem benötigst du deine Nähmaschine, Garn, ein Band oder eine Kordel, wo du dann später Perlen auffädeln kannst, passende Perlen, wenn du möchtest, ein Glöckchen und eine Schere. Wir arbeiten hier mit einer elektrischen Schere, weil wir durch 2 Lagen Filz gleichzeitig schneiden. Das geht auch mit deiner normalen Stoffschere, wenn du eine gute Stoffschere hast. Wenn du generell Probleme mit dem Handgelenk hast oder dir das Schneiden manchmal schwerfällt, kannst du auch solch eine elektrische Stoffschere verwenden. Zusätzlich nutzen wir noch einen Sublimatstift. Das ist ein spezieller Stift, der sich super für Stoffe eignet, denn die aufgezeichneten Linien verschwinden nach einiger Zeit von alleine. Das heißt, wir können hier ganz einfach auf dem Filz zeichnen und die Linien sind dann später wieder verschwunden. Die komplette Materialliste findest du auch nochmal in der Infobox. Du kannst diesen Nikolausstiefel in 2 Größen nähen. Einmal gibt es das Schnittmuster für den hier gezeigten Nikolausstiefel in dieser Größe. Das besteht aus 2 DIN-A4-Blättern, die du dann einfach zusammenklebst. Und dann gibt es auch eine verkleinerte Version des Nikolausstiefels. Dieser ist ideal zum Beispiel, um einen Adventskalender daraus zu nähen. Beide Dateien findest du kostenlos zum Download auf funkelfaden.de. Druck dir also dein Schnittmuster aus und klebe es bei Bedarf zusammen, wenn du die größere Variante wählst. Und nun können wir auch schon beginnen. Wir verwenden hier den 3 mm dicken Filz. Es ist natürlich auch möglich, mit dünnerem oder dickerem Filz zu arbeiten. Achte darauf, wenn du sehr dicken Filz nimmst, ob deine Nähmaschine das auch noch in 2 Lagen nähen kann. Du legst den Filz jetzt doppelt und steckst dein Schnittmuster auf. Mit dem Sublimatstift zeichnest du dir nun den Umriss des Schnittmusters auf den Filz. Eine Nahtzugabe ist hier nicht nötig, da der Nikolausstiefel knappkantig genäht wird. Mehr dazu aber gleich. Wenn du den Umriss aufgezeichnet hast, kannst du den Nikolausstiefel nun einmal etwas gröber ausschneiden. Das musst du jetzt nicht sonderlich sauber machen, wir schneiden später noch einmal nach. Wie gesagt, wir schneiden hier mit der elektrischen Schere gleich durch beide Lagen. Es geht aber auch mit der Stoffschere, es ist gar kein Problem. Wenn du jetzt deinen Nikolausstiefel ausgeschnitten hast, kannst du ihn zusammennähen. Dabei wird direkt auf der Linie genäht, die wir gezeichnet haben. Du nähst mit einem ganz normalen Geradstich. Hier siehst du noch einmal, welche Stellen genäht werden. Wie im Schnittmuster eingezeichnet, bleibt an der hinteren Öffnung eine Öffnung. Dort ziehen wir später das Band zur Befestigung durch. Außerdem bleibt die obere Kante und die vordere Rundung offen. Das ist notwendig, damit du den Nikolausstiefel später auch befüllen kannst. Nähe also mit dem Geradstich einmal entlang der angegebenen Linie. Jetzt hast du deinen Nikolausstiefel auch schon fertig genäht. Als nächstes wird er knappkantig beschnitten. Das heißt, du schneidest jetzt knapp neben deiner Naht einmal rundherum entlang der vorgezeichneten bzw. auch schon genähten Linie. Im oberen Bereich schneidest du entlang der gezeichneten Linie. Das heißt, auch dort beschneiden wir den Nikolausstiefel noch einmal. Jetzt kannst du die Krempe des Nikolausstiefels auch schon umschlagen. Nun findest du auch sehr gut die Öffnung, die du für das Band gelassen hast. Durch die hintere Öffnung ziehst du deine Kordel. Dazu legst du die Kordel zur Schlaufe, ziehst sie durch die Öffnung und machst einen Knoten. An den offenen Enden deines Bandes kannst du nun ein paar farblich passende Perlen anbringen und unten mit einem Knoten sichern. Ich habe hier ein Nylon-Perlenband verwendet, da kann man dann auch wunderbar Perlen drauf auffädeln.
An der vorderen Spitze deines Nikolausstiefels kannst du noch ein kleines Glöckchen anbringen. Dieses nähst du einfach per Hand mit Nadeln und Faden an. Und schon ist dein selbstgenähter Nikolausstiefel eigentlich fertig. Wenn du magst, kannst du ihn jetzt natürlich noch dekorieren oder personalisieren. Das heißt, ich habe hier mit dem Plotter noch Motive ausgeschnitten. Das funktioniert super auch mit einem kleinen Plotter wie dem Cricut Joy. Du könntest natürlich auch noch andere Deko-Elemente anbringen. Wenn du Dekobänder oder Spitze oder sowas anbringen möchtest, würde ich dir allerdings empfehlen, es vor dem Zusammennähen zu machen. Toll ist es natürlich auch, wenn man diese Nikolausstiefel noch mit Namen personalisiert. Und wenn du ganz viel Lust zum Nähen hast, kannst du aus 24 kleinen Nikolausstiefeln natürlich wunderbar einen Adventskalender nähen, den man dann auch jedes Jahr wieder aufs Neue verwenden kann. Ich hoffe, dir hat diese kleine Anleitung gefallen. Wenn du Nikolausstiefel nach diesem Schnittmuster genäht hast, dann zeige sie doch gerne in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag Funkelfaden. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du dem Kanal hier folgst und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!